Hallo Freunde der Nacht, willkommen zurück bei Dark Souls. Wir waren hier wieder zurück im nördlichen Asyl der Untoten. Und ich habe euch ja gesagt, ich will euch noch einiges zeigen. Dazu gehört zum Beispiel der Rückweg komplett zu Beginn des Spiels. So, da möchte... Ah, ich habe Angst, hoffentlich schaffen wir das. Müssen wir hier mal ein bisschen aufräumen erst. Und haben wir Menschlichkeiten? Ja. Ich werde einige mal opfern. Drückt mir die Daumen. So, ich erkläre euch auch gleich warum. Schaut mal rechts bei Beutehäufigkeit. Das ist der letzte über den Zauberei-Slots. Da steht jetzt 180. Das ist quasi die Chance, also ich weiß jetzt nicht, in welchem Faktor das gerechnet wird, aber wir haben jetzt 180 Punkte Chance, einen Gegenstand zu finden, die zufällig verteilt werden. Wie das jetzt genau aufbaut, weiß ich nicht. Allerdings, je mehr Menschlichkeit wir oben links haben, desto eher ist die Chance, dass wir solche Gegenstände haben, finden werden, wenn sie nicht gezwungenermaßen erscheinen. Jetzt schauen wir mal, ob das mit dem Gegner, der hier vorne auf uns wartet, erkennt. Seht ihr die Silhouette? Offenbar, hi Dicker. Offenbar hat uns Gwyn seine Soldaten schon entgegengeschickt. Ich glaube, er möchte uns aufhalten. So, hoffen wir, dass wir nicht sterben. Komm her. Na komm her. Oh Mist. Einmal bitte. Oh Gott, gerade mal 115. Das ist ja lächerlich. Da müssen wir ewig dran sitzen. Also ich hoffe, das schaffen wir jetzt noch. So, umdrehen. Und. Ah Mist. Mist. Da hinten seht ihr übrigens etwas blitzen. Darum bin ich hergekommen. Mist! Oh Gott. Ich darf mich nicht mehr treffen lassen und ich habe keine Zeit mehr zu heilen. Das wird jetzt... So, komm her. Oh, tschüss. Mistiger Mist, Mist. Naja, was soll ich dazu sagen? Der Dolch ist uns anscheinend nicht mehr sehr gut zu gebrauchen. Also ist nicht mehr so gut zu gebrauchen. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber mit unserem dickeren Gegenstand. So, hoffentlich kann ich mich daran erinnern. Wir brauchen ihn... Wir können ihn nur zweihändig benutzen. Also blocken, in zwei Hände nehmen und auf das Beste hoffen. So, bitte gib mir meine Gegenstände da vorne wieder. Schlag einmal zu. Hallo. 20. 251. Das ist gar nicht mal so schlecht. Theoretisch könnte man das, wenn man gut ist, ewig weiterziehen, aber ich bin leider nicht so gut. Deswegen müssen wir das so machen. Bitte, bitte, bitte. Ah, wieder nicht seine Waffe bekommen. Die Schwarzritterwaffen sind äußerst stark. Eine merkwürdige Puppe. Haben wir hier an unserem Startpunkt bekommen. Warum ist die auf einmal hier, ne? Also ich frage mich das wirklich immer noch. Lesen wir doch mal die Objektbeschreibung. Das müsste hier sein, oder? Nein? Merkwürdige Puppe ist bei den Schlüsseln. Eine merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Aha. Gut. Haben wir hier noch Kerkerzellenschlüssel? Das brauchen wir. Ich suche noch einen Schlüssel. Anwesenschlüssel? Nein. Kellerschlüssel. Den haben wir also doch gefunden. Öffnet einen schmalen Durchgang, der dich in den unteren Bereich, der dich unter der großen Brücke hindurch in die untere Stadt der Untoten führt. Die untere Stadt der Untoten ist ein tückischer Ort. Wende den gerissenen Dieben oder den wilden Hunden, die dem Ziegendämon dienen, niemals deinen Rücken zu. Also, wer die Beschreibungen liest, weiß, was einen erwartet. Ist relativ schön zu wissen. So, 5000 Seelen, die wir gleich wieder verballern werden. Denn was ich jetzt vorhabe, ist eigentlich für den Charakter zu viel. Und ich werde einige Versuche tätigen.
Sollte es nicht klappen, kommen wir hier später mal zurück. Mit einer stärkeren Waffe. Und etwas mehr Lebensenergie. So, aufsteigen. Stärke 18. Warte mal kurz. Bevor ich aufsteige, jetzt muss ich mal was abschauen. Dieses Ding benötigt Stärke 24. Ach, ich dachte Stärke 18. Na gut. Weil ich jetzt gedacht habe, ne, 18 Stärke, dann müsste es reichen. Womit haben wir es am besten jetzt? Ich bin jetzt gerade ein bisschen Beweglichkeit. Oder Kondition. Ah, ich glaube, Kondition ist wichtiger vorerst. So. Au. Das ist nicht so gut. Gott, bin ich schwach geworden mit dem Gegner. Mit diesem Dolch. Also ich denke, irgendwann offscreen werde ich mal grinden und den Dolch auf plus 5 oder so upgraden. So. Huch. Jetzt wird's gefährlich. Ihr erinnert euch an den Dicken, den wir gerade vorhin auch unten gesehen haben. Und von hier sprang doch sein kleiner Bruder runter. Naja, wandern wir doch einfach mal hier drüber. Mist, der Boden hat nachgegeben, ne? Schaut mal, was da ist. Oh Mist, ich Depp. 126, schaut, wie viel Lebensenergie der Mann hat. Mann, mit der Schwarzritter-Hellebarde wäre das jetzt so viel einfacher. Oh, 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 oh. Gott. Mist, er hat mich getroffen. Das ist jetzt natürlich schlecht. Okay, jetzt können wir uns kurz heilen. Oh oh. ...169, das ist lächerlich wenig. Oh, 202, naja. Nein. Mist, Digga, Mist, Mist. Laufen an ihm vorbei, wir laufen an ihm vorbei, ja. Solange er in dieser Endlosschleife mit diesem Angriff stecken bleibt, könnten wir Glück haben. Aber es geht halt, wenn er uns einmal trifft, sind wir so gut wie tot. Ah, schon wieder das. Ziehen wir wenig ab. Das ist wirklich erschreckend. Mist, und ich treffe nicht mal immer. Oh, wie bitter. Vielleicht wäre es ja von Vorteil. Ich meine nämlich zu wissen, dass dieser Gegner sehr, sehr anfällig auf Blutungsschaden ist, aber ich finde jetzt ehrlich gesagt mit der Waffe irgendwie alles effektiver. Nein. Ah, schon wieder schafft es. Mist, nicht getroffen. Na, macht er einen normalen Angriff, wie gerade? Ah, jetzt. Nein! Okay. Ganz vorsichtig sein. Ich sag, ein Treffer und das Ganze war wieder umsonst. Das ist ähnlich wie gegen Havel.
Nur, dass der hier ein bisschen agiler ist. Oh, nicht schon wieder. Mist! Oh, seht ihr das? Lebe ich noch? Nein. Oh, noch 3 Treffer und das wäre es gewesen. Soll ich ihn nochmal probieren? Einmal probiere ich ihn noch. Wobei das ganze Video jetzt wahrscheinlich damit gefüllt wäre. So, hallo Dicker. Ah, so viel dazu. Ich sollte das Ding ein... Ah. War schon wieder vorteilhaft von mir. Naja. Zack, zack. So, habe ich vielleicht irgendwelche Ringe, die mir helfen könnten? Nicht unbedingt. Nee. Wir müssen das so machen. In der Regel ist bei mir der erste Versuch immer der beste. Oh oh, wir sind tot. Nee? Raus hier. So. Oh oh. Oh 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 oh. Ja. Ah, nicht schon wieder. Da wäre übrigens der Ausgang, wie man sieht. Das kann doch echt nicht sein. So, für später mal ein bisschen auftanken. Ganz schlecht, ganz schlecht. Oh oh. Nein! Uns hat die Schockwelle getroffen. Jetzt sind wir so gut wie tot. Ja. Okay. Also ihr seht, ein späterer Besuch des Asyls lohnt sich definitiv. Jetzt bin ich schon wieder so doof. So. Also, hier kommen wir nochmal mit Goldharz und vielleicht einer upgegradeten Waffe wieder. Es wäre jetzt traurig, wenn ich hier so 10 Versuche brauchen würde. Aber der zweite Versuch war definitiv schlechter als der erste. So. Was mache ich jetzt, ne? Oh Gott. Das sind ja die eigentlichen Gegner hier drin. Die richtig schlimmen. So, einer noch, den schaffe ich jetzt wohl, oder? Da hinter mir kam einer. Und tschüss. Ach komm, dich nehme ich auch noch mit. Okay, und jetzt kommen wir zu was ganz Interessantem. Ich habe den richtigen Sinn noch nicht verstanden. Ich glaube aber, so etwas gab es im Vorgänger bereits. Und zwar hier die kleinen Eier. Die sehen ein bisschen kleiner aus. You. Give me warm. Give me soft. Genau, das bedeutet, das hier ist eine Art Händler. Gegenstände auswählen. Wir wählen jetzt zum Beispiel unseren Abfall aus. Abfall ablegen. So. So, und da liegt er, seht ihr ihn? Gegenstand nehmen. So, jetzt beenden wir das Spiel. Und laden nochmal. So, und was bekommen wir? Einen grauen Brocken.
Es ist ganz interessant zu wissen, mit einigen anderen Gegenständen. Es geht mit vielen, ich weiß auch nicht mit welchen allen. Zum Beispiel die Moosklumpen gehen, da hauen wir doch mal einen weg. Bin mal gespannt, ich weiß gar nicht mal. Ich weiß wirklich nicht, was es überall gibt. So. Ah, oh, Games for Windows Live hier. Ich habe nur einen Offline-Account, deswegen kann ich nicht online spielen. Wurde schon gefragt. Funkeltitamit. Okay. Naja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Begeben wir uns wieder zurück nach Lordran. Da hat jetzt Welker oder der Vogel, wie er auch immer heißen möge, sein. Oh, das ist eine Aussicht. Das möchte ich jetzt mal so eine Sekunde stehen lassen. Wow. Okay, da hat Welker wohl sein Nest aufgebaut. Warum auch immer sie ihre Schützlinge hier von A nach B trägt. Also ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, dass das Welker sein könnte. Ich meine, das mal irgendwo aufgeschnappt zu haben, aber ich habe noch keinen Hinweis dafür. So, willkommen zurück am Feuerbandschrein. Ich lebe noch. Das war jetzt keine Absicht. Gehen wir mal hier hin. Hört ihr das? Hallo? Leiche plündern. Danke für die Seele. Höp. Irgendwo hier. Ja, man sieht es auch sehr schön. Am Boden sind irgendwelche Steinplatten und irgendwas haben wir geschnarchen gehört. Hier muss also irgendwas sein. Nun ja. So, Ausrüstung reparieren wir mal wieder ein bisschen. Können wir aufsteigen? Nein. Aus Waffe verstärken. Wir haben auch keine Scherben und sowas. Ah, der arme Zweihänder. Okay. Hast du was Neues zu sagen? Also im Prinzip fordert er uns gerade heraus, dass wir ihn töten sollen. Aber das machen wir natürlich nicht. Er ist nicht so böse wie Lautrek, er ist einfach bloß bitter. So, was mache ich jetzt noch in dem Video? Ich überlege gerade eigentlich nichts mehr. Oh, wir könnten nochmal schauen kurz. Eine Glocke haben wir geläutet. Schauen wir mal nochmal kurz. Sind seine Kollegen da? Nein. Als nächstes müssen wir ja natürlich nach unten in die Schandstadt. Dazu gibt es mehrere Wege. Ich würde jetzt eigentlich gerne den normalen Weg zeigen. Und zwar über die Brücke. Die Brücke... War das die hier? Nein. Irgendwo da oben war ja die eine Brücke mit dem Drachen. Und genau die... Da müssen wir wieder hin. Nun gut, ich würde jetzt mal den Part daher frühzeitig beenden. Nein, halt. Ich habe mich gerade verhaspelt. Natürlich müssen wir da theoretisch als nächstes hin. Ich möchte aber in den Wald und brauche dafür 10 oder 20.000 Seelen, das weiß ich leider nicht mehr so genau, um ein Wappen zu kaufen, mit dem wir die versiegelte Tür öffnen können. Ihr erinnert euch, im Wald gibt es eine versiegelte Tür, die man mit einem Wappen öffnen kann. Und die müssen wir dann wohl als nächstes irgendwie erreichen. Dann sehen wir uns entweder mit 20.000 Seelen oder an sich im Wald, wo wir anders wieder etwas tun werden. Und würde mich für diese Folge verabschieden.